Best enjoyed with a mince pie and some mulled wine left barren crust. Responsibly, of course, right barren. Man, link finds out how to subscribe to the podcast. Man. Einmal pro Monat produzieren der Schauspieler Matt und die Redakteurin Liz ein Podcast für Autsch. Damit erreichen sie internationales Publikum. Liz und Matt laden regelmäßig Gäste ins Studio ein und diskutieren Themen, die Menschen mit Behinderungen betreffen. Diesmal haben sie eine armlose Masseurin eingeladen, die im Studio ihr Können unter Beweis stellt. Der Chefredakteur kann dieses Programm nicht sehen. Damon, der blinde Regisseur. Lange hat es gedauert, bis die britische Gesellschaft dies akzeptierte. When I first became a TV director, one of the most notorious tabloid newspapers in Britain, The Sun, picked up on the story and ran a really big front page headline, which was BBC hires blind TV director. On the spot. In February, Britain was about to bomb Iraq. But what made the front page? Shock, horror! The BBC had hired a blind TV director. Even Michael Winner was wheeled out for a comment. The Sun also had a number you could phone to give your opinion. Damon Rose is the chap at the centre of the controversy. How did all the media attention affect his daily life? And they made a really big meal out of it. And they ran a phone vote asking Sun readers whether or not I should keep my job or not. Which is a bit shocking because, you know, it took quite a long time to get the job. And of course, you know, I just hadn't thought that it was weird for a blind person to want to be a television director. You know, why shouldn't I tell stories in the most important medium in the world? I would wake up in the mornings, put the radio on, and hear phone-ins about me, you know? And it's just the most extraordinary thing now I look back on it. Special Report. Die Redaktion von German Link, der Zeitung von Christiane Link. German Link versteht sich als Sprachrohr für Deutschsprachige in Großbritannien. Politische Themen aus Deutschland und Großbritannien, Veranstaltungstipps und Gesellschaftliches verbindet Christiane zu einem bunten Mix. Mit ihrer engagierten Art der Berichterstattung hat sie Erfolg. Im Jahr 2008 wurde sie vom Newham College zur Unternehmerin des Jahres gewählt. Geschichten über Menschen mit Behinderungen nehmen in ihrem Blog einen breiten Raum ein. Sie sind Christiane ein großes Anliegen. Ich habe nicht den Eindruck, dass in Deutschland zu wenig über behinderte Menschen berichtet wird. Das Problem ist, wie darüber geschrieben wird oder berichtet wird im Fernsehen. Es geht eben um Sensation. Es gibt eigentlich immer nur zwei Themen, Sensation oder Mitleid. Und es geht nicht darum, die gleichberechtigte Teilhabe behinderter Menschen in der Gesellschaft zu sichern. Und was man wirklich bräuchte, wäre, dass die Medien sich als wirklich vierte Macht im Staat verstehen, auch was behinderte Menschen angeht. Das heißt, ich würde ganz gerne mehr darüber lesen, wenn behinderte Menschen diskriminiert werden oder auch mal über interessante Ideen lesen, was Barrierefreiheit bedeutet, wie das intelligent umgesetzt wurde, also solche Dinge. Weil das ist wirklich das, was die Lebensqualität behinderter Menschen ausmacht. Next week, I'm going to be going to New York to see my girlfriend. She's an American woman. It's not her fault. And we should treat everybody equally, I think. Just because they're American doesn't mean we have to treat them bad. And yeah, it's going to be fun. Real good fun. The most important people in my life are my girlfriend, Christina, and my little boy, Charlie. At the end of the day, you go home to your family, and without them, you know, the rest of it's all pretty pointless.
you know, I love them to pieces, and it's I have this sort of weird thing at the moment where, because my baby's so young, going home every night, it's almost like having Christmas every night. Ich bin glücklich, wenn ich berufliche Erfolge habe, mit meinem Freund zusammen bin. Und ich einfach mit Menschen zusammen sein kann, die ich mag. Die Disability Bitch, das Maskottchen an der Wand, symbolisiert die Ironie des Redaktionsteams. Man nimmt nicht alles so ernst, wie es ist, sondern geht gelassen an Themen von Menschen mit Behinderungen heran. Auch der Name des Online-Portals, Ouch, ist mehrdeutig. Einerseits drückt er die Verletzlichkeit von Menschen mit Behinderungen aus, andererseits soll das, was die Redaktion hier publiziert, anecken und provozieren. What we try to do is put the more positive spin on it. I mean, disabled people 99% of the time aren't thinking, woe is me, I'm disabled, goodness me, I've just woken up and heck, I'm still disabled. It doesn't work like that, you know. What a blind person might think, for instance, they might get quite excited about a new talking computer that came out. You know, think of it as, whoa, sexy piece of kit, you know, rather than how a mainstream journalist might present it, which would be, you know, a new device has specially come out to assist the blind. You know, we come at it from a completely different perspective, you know. Die Redakteurinnen und Redakteure von Ouch werden noch weiterhin in der Medienlandschaft von Großbritannien mitmischen. Gerade die Kombination von körperlicher Unzulänglichkeit und wachem kreativem Geist machen das Programm zu etwas Besonderem, das schön langsam auch in anderen Ländern Nachahmer findet. My show tonight is half of it's comedy, but only half of it. I'm not scared to be serious sometimes about things. I don't want to hit people around the head with my serious facts, but sometimes you have to just slap people occasionally and wake them up and then let them down with some comedy and a song. I always take my clothes off in shows because I guess I like taking my clothes off, but also because I think it's important for audiences to see disabled bodies. Really threatens them when I start to take my clothes off. That, oh, you know, they really don't know what to do. And good, then we do more of that.